Institut da oben. Das machen wir mal jetzt als nächstes. Ach, nee, nix da, von wegen RIP. Easy sind wir da rausgekommen. So. Jetzt lass uns aber noch mal kurz schauen. Haben wir irgendwas dabei, womit wir uns noch ein bisschen Ausdauerzeugs kochen können? Nur Herzen haben wir hier genug. Zelda ist meine was Waifu? Hi, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, haben wir noch irgendwas dabei? Das blaue Licht fürs Institut war auch sowas, das mich sehr viel Zeit gekostet hat. Das hat immer geregnet. Ja, sowas regt mich dann auch immer auf. Das war doch bei dem letzten Institut bei mir genauso. 2, 3, 4. Das war da bei mir genauso. Ich war kurz, was heißt kurz? Ich war so drei Viertel des Weges gerade schon fertig. Und dann fängt es an zu regnen, ne? Und dann habe ich so. Gehst auf, hallo. Alles klar, schön, dass du da warst. Danke für dein Follow und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, schönen Tag wünsche ich dir noch. Hallo! Das Lied von Splatoon, der Sea Sirens, ist der Hammer. Okay, weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst, was für ein Lied das ist. Aber wie kommst du denn jetzt da drauf? Haben wir noch irgendwas dabei, womit wir uns Ausdauerzeugs kochen können? Es kribbelt, es schockt, wenn man ihn berührt. Wir brauchen ein bisschen mehr Ausdauerzeugs. Macht sie zum Kochen unbrauchbar. Doch zusammen mit Insekten gibt sie Medizin, ja. Lässt deine Ausdauer auffüllen. Geil. Wenn es regnet, zeigen sie sich in großen Mengen. Ihr robuster Körper verleiht Gerichten eine kräftige Konsistenz und lässt sie deine Ausdauer auffüllen. Heißt das, wir sollen. Also, das ist kein Insekt, ja? Wir sollen den jetzt also mit normalem Essen kochen, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ach so, aber es regnet, wir können gar nicht kochen, ne? Oh, uff! Aber wir können doch hier. Ne, geht auch nicht. Ich dachte, wir könnten wenigstens die Zeit verstreichen lassen, dass wir ein bisschen meditieren oder so. Apropos, Splatoon hätte ich auch mal wieder Bock. Gerne, können wir auch mal wieder spielen. Splatoon ist halt geil. Ja, es macht halt auch Spaß. Es macht halt auch Spaß, das stimmt. Marcel, du musst gleich mal bei mir gucken, dass wir das mit dem Discord-Dings wieder reinkriegen. Und dann können wir auch mal gerne alle zusammen wieder Splatoon streamen, ja? Hätte ich auch mal wieder Bock drauf, so ein paar Ründchen Splatoon zocken, warum nicht? Kletis Gerüchteküche, Ausgabe 4. Hallo, hier ist euer Kletis, Königin von Klatsch und Tratsch in diesem Leben und im nächsten. Haltet ihr auch alle eure Ohren offen ist für die neuesten. Was? Offen für die neuesten Neuigkeiten? Hier ist das heißeste Thema der Woche: Sternschnuppenschätze. Der Nachthimmel, ein Teppich voller Sterne, doch ein Licht ist anders als die anderen. Es bewegt sich. Was ist das? Genau, eine Sternschnuppe. Und was ist jetzt das Gerücht, fragt ihr? Dort, wo sie herunterfällt, soll man angeblich einen Schatz finden können. Wenn ihr also das nächste Mal eine Sternschnuppe am Himmel entdeckt, dann folgt ihrem Schweif. Auf jeden Fall. Klitis Empfehlungspunkte 4 von 5 Sternen. Kann ich machen, ja. Ja, müssen wir mal machen. Du hast nur Splatoon 1. Ah, schade. Wir spielen halt viel Splatoon 2. Und auch wenn 2022 irgendwann Splatoon 3 kommt, natürlich auch sofort Splatoon 3. Ich hätte ganz gerne, dass es aufhört zu regnen. Oh, ich hätte so ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen. Lalalala. Ich möchte nur, verzeih mir meine Vorstellung, Schlussfolgerung. Was hättest du denn gern? Bei Splatoon 1 brauchte man noch keine Online-Mitgliedschaft, okay. Ich weiß, das ist vermutlich Verschwendung, aber wir kaufen uns jetzt mal ein paar Holzpfeile. Yay!
Weil wir haben absolut keine mehr. Das ist ein bisschen das Problem. Die kaufen wir auf keinen Fall. Wir könnten halt auch Sachen verkaufen, ne? Aber ich habe immer Angst, dass ich Sachen verkaufe, die ich irgendwie später nochmal zum Craften oder sowas brauche. So wie das hier zum Beispiel. Wo war er? Hier, der Diamant, ne? Der würde uns halt 500 Rubine geben. Aber ich habe halt Angst, dass ich den nochmal irgendwann brauche für Rüstung oder sowas. Hab eben meinen Bogen gezückt und gemerkt, dass ich 900 Pfeile habe und frag mich jetzt woher. 900? Ja, heftig. So. Es dauert nicht mehr lange, gleich hört es auf zu regnen. Dann kochen wir uns noch schnell was. Und dann machen wir uns auf in das welke Plateau und holen die blaue Flamme. Haben wir denn noch eine Fackel oder müssen wir uns noch irgendwie eine Fackel besorgen? Ne, die Fackel haben wir. Genau aus dem Grund habe ich die immer vorsichtshalber behalten, ne? Hi. Guten Tag. Ach, was ist los? Die blaue Flamme. Hm? Oh, Verzeihung. Seit ich geheiratet habe und hierher gezogen bin, langweile ich mich furchtbar. Das Interessanteste ist noch, der blauen Flamme in der Laterne beim Brennen zuzusehen. Aber seit einiger Zeit hat der Direktor des Akala-Instituts sie gar nicht mehr angezündet. Ja, früher hat der Direktor diese Laterne mit einer blauen Flamme entzündet. Irgendein Experiment. Aber jetzt ist er schon alt und geht wohl nicht mehr so viel nach draußen. Das Akala-Institut liegt übrigens gleich an dem Zimpfad. Es ist an einem umgebauten Leuchtturm, man kann es also gar nicht verfehlen. Dankeschön, aber da waren wir schon. Wer bist du? Mein Pferd ist sehr wertfühlig. Bei Regen bewegt es sich nur äußerst widerwillig vom Fleck. Oh, das tut mir aber leid für dein Pferd. Aber wer hat Regen denn auch schon gerne? Rotes Laub, eine Festung, die in der großen Verheerung fiel. Eine große Wehmut kennzeichnet diese Landschaft. Hallo, so sieht man sich wieder. Bist du auch auf der Reise? Ich war schon in allen Ecken von Hyrule, also kann ich dir vielleicht ein paar interessante Orte empfehlen. Wenn du mir ein Bild zeigen willst, dann nur zu. Ah, die Bilder. Die Bilder. Diese Quelle und die Statue der Göttin kenne ich. Das müssen die Ruinen der Ebenen von Nord-Akala sein, die sich westlich von hier erstreckt. Ich mag Regen echt? Nee. Wenn du von hier geradeaus nach Westen gehst, findest du die Stelle sicher bald. Okay. Richtung West? Oh. 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 Da. Richtung Westen. Hier, ne? Oder? Kann man ein Fotosymbol da irgendwie hinmachen? Das sollten wir dann gleich auch auf... Obwohl, solange es regnet, könnten wir das nochmal machen, ne? Das ist gar nicht so weit. Wenn man nicht gerade von dem Platzregen überrascht wird oder so, geht das eigentlich. Wenn ich überrascht bin, regnen ist... Ja gut, wenn ich zu Hause sitze, ist mir der Regen auch egal. Aber... das könnte doch echt gut sein, dass das schon der Ort ist, oder? Lass uns dann das einmal machen. Dann hätten wir schon mal ein Foto fertig. Gut, dass es noch mal geregnet hat und hier, und wir hier alle Leute angesprochen haben, ne? Sonst hätte ich das auch nicht mehr herausgefunden. Aber wo ist jetzt unsere Markierung? Einfach hier lang. Och, stell dich doch nicht so an. Hallo. Oh, Entschuldigung. Aber wenn wir den jetzt schon mal aus Versehen überfahren haben... Sollten wir das Fleisch auch mitnehmen? Das tut mir ja leid. Ach so, das sind nur Pferde, ne? Da reitet niemand drauf, oder? Okay.
Oh. Da reitet doch jemand drauf. Ich habe keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Könnte das eventuell hier sein? Quelle der Kraft. Was haben wir denn hier gefunden? Ah, das ist wieder so ein Ort, wo man sich doch Herzcontainer und sowas abholen kann, oder? Willkommen an meiner Quelle. Bringe der Quelle der Kraft eine Schuppe des pupperroten Geistes Eldra dar. Okay, nee. Ich, die Göttin Hylia, werde an deiner Seite sein. Okay. Neuer Eintrag, die Quelle der Kraft. Ja, das ist das. Nice. Ach, die Orte sind sogar markiert. Man muss da gar kein Foto von schießen, sondern man muss sich einfach nur erinnern. Ich verstehe. Cool. Hätten wir die erste Erinnerung auch schon mal fertig. Nice. Die Prinzessin ist auserwählt. Sie besitzt die Kraft, die Verheerung Ganon zu versiegeln. Es ist eine heilige Kraft, die durch Gebete erweckt wird. Das wurde mir immer wieder gesagt. Und trotzdem, meine Mutter, sie konnte diese Macht spüren. Meine Großmutter konnte sie hören, die Stimmen der Geister. Ich hingegen spüre und höre nichts. Vater hat mir oft vorgeworfen, dass es meine Schuld ist, weil ich zu viel Zeit mit Forschen verbringe. Aber seit ich denken kann, verbringe ich jeden Tag Stunden mit Gebeten. Ich besuche heilige Orte wie diesen hier, einen nach dem anderen. Und doch hat sich die heilige Kraft nie in mir gezeigt. Bitte sag mir, was ist es, das mir fehlt? Zelda. Ja, Zelda. Zu welchem Biest hattest du eigentlich als nächstes vor zu gehen? Zu dem, der da ganz in der Nähe war. Warte. Oh. Wir haben ja die des Wassers gemacht und als nächstes wollte ich zu dem hier gehen. Warum ist er nicht mehr eingezeichnet? Hier müsste noch einer sein. Zu denen hatte ich vor, als nächstes zu gehen. Weil der halt ganz in der Nähe war. Erinnerungsfoto. Könnte schwer werden. Okay. Muss man jetzt hier noch ein Foto von machen? Oder ist das jetzt fertig hier, die Erinnerung? Okay, die erzählt immer nur das Gleiche. Ach, hier war das, genau. Das Album enthält 12 Fotos. Du musst noch 11... Achso, das hat sich jetzt erledigt. Okay, hier, jetzt zeige ich dir das nochmal. Hier, ich habe gedacht halt, weil das der... Oh, weil das der Nächste ist, der da dran ist,
Würde es Sinn machen, von hier zuerst nach da oben zu gehen? Ist fertig, ja. Ich dachte halt, weil das der nächste dran ist, macht das Sinn, einfach nach oben zu laufen. Meinst du denn, wir sollten das noch nicht tun? Also ich bin halt für alles offen, ne? Wir können auch erstmal hier unten hingehen oder so. Wir können uns hier hinporten. Und dann, keine Ahnung, können wir auch erstmal was anderes machen. Also mir ist das egal. Ich habe ja keine Reihenfolge, die ich auf jeden Fall so durchziehen werde, ne? Und wenn du sagst, jetzt schon dahin zu gehen, wäre ein bisschen frustrierend, dann bin ich auch offen, erstmal woanders hinzugehen. So ist das ja nicht. So. Jetzt wollten wir aber erstmal das blaue Feuer holen. Achso, wir können jetzt nochmal kochen. Wir können jetzt nochmal kochen, dann wollten wir uns das blaue Feuer erstmal nochmal holen. Was war denn die Krabbe hier, ne? Wenn es regnet, zeigen sie sich genau. Ihr robuster Körper verleiht Gerichten eine kräftige Konsistenz und lässt sie deine Ausdauer auffüllen. Ja, ich habe das schon mal gesehen. Das ist dieser Vulkan da mit diesem ganzen Feuer drumherum, wo dieses Vieh da an dem Berg drumherum krabbelt, ne? Oder? Nur frage ich mich halt, warum... Ja, ich war da noch nicht wirklich. Ich habe es aus der Entfernung schon mal gesehen, aber ich war da noch nicht wirklich. Ja, aber ist das nicht eigentlich egal, wo man zuerst hingeht? Ich dachte, man kann hin, wo man will. So, dass das egal ist, dass man alles immer schaffen kann. Weißt du, was ich meine? So, haben wir noch was für Ausdauer? Und dann müssen wir wieder Zeug sammeln, ne? Ich sortiere mal. Dann müssen wir wieder Zeug sammeln. Obwohl, wir könnten auch die Eichel benutzen zum Kochen, ne? Genau, ja, ein bisschen wenigstens. Haben wir noch irgendwas, was uns Ausdauer gibt? Schneller bewegen. Man hat die Medizin verwendet. Was ist denn für ein Feuerfest? Ach so, Feuerfest. Tempo. Körpertemperatur. Leisere Fortbewegung. Okay, ich glaube, das war's wirklich erstmal. Wir müssen erstmal wieder Zeug sammeln. Ja, man kann auch wohin man will. Aber du sagst trotzdem, das wäre trotzdem jetzt schon schwer, den zu machen. Okay. Dann gehen wir jetzt. Wir machen das Zeichen erstmal weg. Da, Richtung Welke-Plateau gehen wir jetzt erstmal. Der Bereich ist halt so ein bisschen unangenehm. Und du meinst, der wird angenehmer, wenn man mehr Herzen später hat und mehr Ausdauer. Dann wird der angenehmer, sagst du. Okay. Dann können wir das auch gerne so machen. Also ich mache jetzt das mit dem blauen Feuer, mache ich jetzt trotzdem erstmal. Und dann können wir auch gerne unten links erstmal weitermachen oder so. Dann sehen wir auch mal wieder ein bisschen was anderes. Ein paar neue Gebiete oder sowas. Also... Ich bin dafür alles offen. Oder wir können ja trotzdem den Schrein noch einmal machen. Und
den Turm uns einmal holen. Das können wir ja trotzdem einmal machen, damit das Gebiet wenigstens schon mal aufgedeckt ist. Und dann können wir irgendwie nach unten links gehen. Irgendwie uns hier hinporten und dann den hier zuerst machen. Mir ist das relativ egal. Irgendwann machen wir ja eh alle mal. Huch. Hey. Und wenn du dann sagst, dass es weniger frustrierend und angenehmer, den zu machen, wenn man mehr Herzen hat, dann macht das, glaube ich, auch Sinn, ne? Nur das mit dem blauen Feuer würde ich ganz gerne jetzt schon mal machen. Wir haben leider keinen Hammer mehr, oder? Nee, unser Hammer ist kaputt gegangen. Mehr Herzen können helfen. Brauchst halt viel Zeug zum Heilen und Rubine. Okay. Welcher Titan würdest du denn sagen, ist jetzt für den Anfang für mich noch am besten? Der oben links oder der unten links? Welchen soll ich am besten als nächstes machen? Das darfst du mir gerne sagen. Da ist das blaue Feuer, aber ich glaube, wir durften nicht angegriffen werden von Gegnern, ne? Aber wir können uns hier Checkpoints setzen. Hallo, Zelda sagt Donner. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, welcher Donner ist. Ist Donner oben links oder unten links oder oben links? Welcher ist denn... Ach! Man darf nicht sprinten, scheiße. Oben links ist mit der einfachste, ist auch meiner Meinung nach der hilfreichste, wenn man ihn bekehrt hat. Unten links ist Donner. Okay. Okay. Du sagst eher oben links. Ich würde ganz gerne... Ja, wo wir langlaufen, ist eigentlich relativ egal. Es fängt gleich nur an, wieder zu donnern und zu blitzen. Das ist jetzt relativ scheiße. Lass mich in Ruhe! Nein, lass mich! So. Ich würde ganz gerne der Frau am Stall da, das blaue Feuer zeigen. Donner ist schwer, aber ist aber hilfreich. Ich wäre aber vielleicht doch dafür. Dann als erstmal einfachere zu machen, damit ich mich noch weiter an das Kampfsystem vielleicht gewöhnen kann. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht laufen wir dann auch erstmal, auch wenn das der weiteste Weg ist. Ist ja auch eigentlich egal, weil den Weg müssen wir früher oder später so oder so machen. Ist egal, wann wir welchen Weg gehen. Vielleicht würde ich dann doch erstmal nach oben links als nächstes gehen. Schauen wir gleich mal. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt noch schaffe hier, bevor es anfängt zu regnen und zu donnern. Donner ist noch schwerer als Ganon. Ach echt? Okay. Die blaue Flamme. Sie hat sowas Beruhigendes. Okay. Ich dachte, wir bekommen da vielleicht noch was Schönes für, aber gut. Einfach direkt zu Schloss Hyrule. Ja, soll ja gehen, ne? Ich glaube, wir schaffen es nicht. Es fängt gleich an zu regnen, ne?
Ich hoffe nur, dass die blauen Fackeln wenigstens anbleiben. Ah, hätten wir mal auf die Fackeln geschissen und wären direkt zum Institut gelaufen, ne? Oh, oh. Oder Moment. Solange doch das Feuer noch an ist, können wir doch die Zeit vergehen lassen, oder? Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Dann können wir ja sagen, bis zum Morgen. Oder, ja, keine Ahnung. Oder eine Stunde. Ja, jetzt höre ich es schon donnern. So eine Scheiße. Ja, fängt genau immer an zu regnen bei sowas. Ja, ja. Ich mache einfach mal bis morgens warten. Mal gucken, was passiert. Und ob die Fackeln dann noch an sind. Mal gucken. Okay, es regnet nicht und die Fackel ist noch an. Easy. Okay, es fängt gleich zwar auch gleich wieder an zu donnern, aber den Weg sollten wir jetzt locker schaffen. Hoffe ich zumindest. Eigentlich sollten wir das jetzt schaffen. Schon wieder direkt Donner, ja, ja. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, aber das sollten wir jetzt eigentlich schaffen. Das regnet echt oft in dem Spiel, kann das sein? Oder? Ja gut, es kommt wahrscheinlich auch drauf an, in welchem Gebiet man gerade ist, ne? Oh, schaffen wir das? Das wird knapp, ne? Lauf schneller, Link. Oh nein, ich habe den Wächter vergessen. Ja gut. Ich muss den Wächter erstmal töten. Oh, ich habe den Wächter vergessen. Oh, fail, fail, fail. Okay. Dann besiegen wir jetzt erstmal den Wächter und dann kümmern wir uns um das blaue Feuer. Ach, fuck you, Spiel, wirklich. Ja. Dann müssen wir jetzt einmal kurz erst den Wächter besiegen und dann, ja, donnert es wieder. Dann, ach komm, Alter. Ey, manchmal ist dieses Spiel aber echt nervig, oder? Ey. Manometer. Okay, du hast aber, das ist aber ein stationärer Wächter und du hast ja vorhin gesagt, man kann mit dem richtigen Timing kann man den Laser zurückschlagen. Ganon ist im Vergleich zum Donnern ein Witz. Okay. Einfach im richtigen Timing. War das zu früh? Ich glaube, das war... Okay, ich sollte, bevor ich